Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderbaren Kanal mit den schönsten Menschen der Welt. Ich freue mich sehr, denn wir haben potenziell wieder einen weiteren Hit hier vor uns. Zumindest wenn wir die Namen lesen, ja? Luis, Time und Tilo mit Bisschen High. Ich muss sagen, Time kannte ich vorher nicht. Ich habe mir extra ganz kurz ein Interview mit Vienna Podcast, irgendwie sowas, ganz kurz reingehört, damit ich wusste, wie man seinen Namen ausspricht, und Time scheint richtig zu sein, deswegen verzeiht mir, falls es doch falsch ist, aber ich versuche immer zumindest minimal kurz zu recherchieren und dann zu gucken, wie er ausgesprochen wird. Von dem jungen Mann habe ich noch nie irgendwas gehört, und Luis mag ich sehr gerne, Tilo mag ich logischerweise auch sehr gerne. Ich bin ultra gespannt auf Bisschen High. Es gab wohl schon super lange eine Hörprobe davon, ich habe die noch nicht gehört, deswegen weiß ich gar nicht, was mich erwartet. Ich weiß nur, die haben in so einem alten Schwimmbad gedreht oder so. Das sah auf jeden Fall so aus. Und dieser Hintergrund sah aus wie in diesen amerikanischen Sendungen, wenn so vor so einem Fernsehstudio so Leute so Schilder hochhalten. So sah es aus zumindest. Ich habe das auf Instagram bei Tilo oder vielleicht auch bei Danny oder so gesehen. Ich weiß es nicht. Ich bin aber ultra gespannt. Ich freue mich super doll drauf. Das Ganze ist produziert von Prod by Cairo und von Lover Ace. Und ja, ey, ich bin super gespannt. Wir hören einfach rein. Wie gesagt, die letzten Wochen kam wirklich des Öfteren ein Hit aus dieser Region. Deswegen freue ich mich drauf. Wir haben potenziell wieder einen Sommerhit hier. Ich bin gespannt. Bisschen High. Let's go, mal. Natürlich ganz oben in der Videobeschreibung. Der Link zum Original ist auf jeden Fall erstmal da. Liebe da. Und ja, dann hören wir rein. Okay, das hat jetzt natürlich schon allein logischerweise durch den Schulbus, aber auch dieses Logo sieht aus wie von so einem Football Highschool Club irgendwie. Das hat diese full-on American Vibes, Mann. So, oh, er kommt gerade in den Schulbus, er kommt zu spät, alle warten auf ihn, seine Gang ist schon da. Ich habe jetzt schon Sommerferien-Feeling, Junge. Ich habe jetzt schon Sommerferien-Feeling. Es hat noch nicht mal angefangen. Er kommt rein und ich habe schon Sommerferien-Feeling. Ich sehe schon diesen amerikanischen College-Movie vor mir gerade. Du machst mich ein bisschen high. Boah. Und ich weiß nicht, was das heißt. Gib mir bitte zwei Gründe und ich bleib. Ich glaube, es gibt nichts anderes, was mich hier hält. Junge, einfach auf einmal hier, hä? Auf einmal, keine Ahnung, Luis Schauspieler Masterclass hier gegründet oder was? Okay. Es gibt nichts anderes, was mich hier hält. Ja, du machst mich ein bisschen high. Okay. Und ich weiß nicht, was das heißt. Gib mir bitte zwei Gründe und ich bleib. Das mit diesen Spotlights sieht auch so unfassbar gut aus. Und das ist ein Sommerhit, Junge. Das ist halt wieder dieses Punk-Rock-Vibe-mäßige so ein bisschen. Es ist einfach Sommerfeeling. Sommerferien-Feeling, Junge. Zwei Gründe und ich bleib. Ich glaube, es gibt nichts anderes, was mich hier hält. Sag mir, wie du heißt, ich fühl mich halt. Und ich bekomme nie genug davon. Ich will mehr von deiner Zeit. Oh, ey, ich mag die Stimme sehr gerne, Mann. Also das erste Mal, dass ich von Time, wie gesagt, was höre. Aber angenehme Stimmfarbe. Das vielleicht, und vielleicht find ich's wirklich verloren. Warum machst du diese Sachen mit meinem Kopf? Ich weiß nicht. Boah, ey, das war geil geflowt. Das ist von Suicide, oder ist es so? Ich hab irgendwie so Kesha, diese Avril Lavigne, wie die heißt, Levine, sowas habe ich im Kopf irgendwie gerade. Das ist, ey, das gibt mir gerade so diese 2005 MTV Musikvideo-Vibes hier, muss ich sagen. Holy shit. Jetzt dieser Part. Boah, geil. Okay, jetzt habe ich 20 aus 10 wilde Kerle-Vibes, Mann. Einfach ganz kurz, ey, einfach Kindheit-Vibes, kann man auch sagen. Junge, was ist denn hier los? Das hier triggert das ja alles gerade in mir. Ich sehe mich gerade echt wie so als 11-jähriger Typ gerade in die Sommerferien reinlatschen. Ich sag's, wie es ist, Mann. Da war ich nicht nackt dann, keine Sorge, aber Junge, ich fühle gerade den Vibe. Der Vibe wurde echt zu 100% perfekt getroffen, finde ich. Holy shit. Ich hab grad voll die miesen Kindheitsflashbacks. Weiter steh auf jedes Mal, es dreht sich alles im Kreis, doch ich brauch deine Liebe. War da ein Pimmel auf dem Ball? Wie eine Dosis ohne dich bin.
Nee, ich glaube nicht. Du machst mich ein bisschen high. Was geht eigentlich bei Danny, Junge? Was hat sich Danny gedacht, Junge? Bisschen high. Oh, wow. Ich weiß nicht, was das heißt. Gib mir bitte zwei Gründe und ich bleib. Also wirklich ein wunderschönes, wundergeiles Musikvideo einfach. Das catcht den Vibe, das triggert Vibes in mir, Junge. Das sieht wunderschön aus. Gib nichts anderes, was mich. Das ist die Szene, die ich meinte. Okay, das ist ehrlich so ein altes Schwimmbad irgendwie. Und genau, das habe ich so diese amerikanischen Fernsehsendungen erinnert. Das sieht so nice aus. Jetzt habe ich hier so diese miesen School of Rock auch noch Vibes, Mann. Sagt, was ihr wollt. Vibe, beste. Ja, du machst mich ein bisschen high. Und ich weiß nicht, was das heißt. Gib mir bitte zwei Gründe und ich bleib. Das Einzige, was mich triggert immer in solchen Szenen, aber da kann ich auch nicht drüber hinwegsehen, man sieht immer, die Becher sind leer so. Also erstmal bei der jungen Dame sieht man sowieso, der Becher ist leer, ja. Aber auch immer, wenn Leute trinken, man sieht immer, da ist nichts drin. Mach doch zumindest Wasser rein, Jungs. Komm, mach doch. Oder es haben viele Takes gebraucht, die Büschen sind leer. Das kann auch sein. Gründe und ich bleib. Ich glaube, es gibt nichts anderes, was mich hier hält. Tilo. Ich bin ein klein wenig high, auf klein wenig Sprite. Sie meint, ich wäre ein Loser, aber heute kommt sie vorbei. Ich bin lieber ganz allein, als die ganze Zeit mit Falschen. Da sieht man halt, die trinken gerade nichts. Die trinken Luft gerade kurz. Trinken ein bisschen Luft gerade. Ich wurde durch die Drugs vom Herzensmenschen zu einem kalten Baby. Nur was gesagt werden muss, heißt es nicht, dass ich es hören will. Ich spüre all den Pain, also nehme ich diese Pain Pills. Das kommt mir gerade so rüber, als ob hier das so die Schoolband ist und diese Afterparty so irgendwie. Sommerferien, alle treffen sich da, Pitch Perfect Vibes auch ein bisschen. Keine Ahnung, ich bin gerade Vibe überflutet, aber ich fühle das einfach. Geiler Sommerhit auf jeden Fall. Sie macht sich Sorgen und sie schreibt, dass sie nicht stören will. Ich mach aus einer E-Spec für dich easy eine Balken. Oh, nice. Mach mich ein bisschen high. Auch die Szene gerade so. Ja, gib mir einen Grund und ich bewege die ganze Welt für dich. Ja. Okay, der Dude da hinten hat tatsächlich getrunken. Okay, ich nehme alles zurück. Der Dude hier, der hat tatsächlich getrunken, hat sich gerade verschluckt. Achtet mal drauf. Die ganze Welt für dich, ja. Du machst mich ein bisschen high. Hit. Und ich weiß nicht, was das heißt. Gib mir bitte zwei Gründe und ich bleib. Ich glaube, es gibt nichts anderes, was mich hier hält. Ja, du machst mich ein bisschen high. Das ist einfach ein Hit, sagt, was ihr wollt. Sagt, was ihr wollt. Außer, dass es kein Hit ist, denn es ist ein Hit. Und ich weiß nicht, was das heißt. Gib mir bitte zwei Gründe und ich bleib. Ich glaub, es gibt nichts anderes, was mich hier hält. Krass. Oh. Auch dieses hier, das ist wie so im Abspann gerade vom Film, so eine Comedy-Szene noch, wo die Credits runterlaufen. Das ist so vibey. So gut. Also dicke Shoutouts an den Videoproducer, an Regie, an den Cutter, an die Leute, die die Videoidee hatten, was auch immer. Color Grading, alles. Mua. Digga, das ist so gut geworden. Sagt, was ihr wollt. 1000 Emotionen, auch so gut, Mann. Oh, 1000 Emotionen, oh, ey. Jungs, ich bin vielleicht auch ein bisschen verliebt, einfach, ist mir auch egal. So strong geworden schon wieder, ich sag's dir, es ist mal super vibey, also wirklich, wirklich. Es hat so viele Kindheitserinnerungen, so viele Sommervibes, so viele Whatever-Sachen in mir getriggert, so die hochgekommen sind, die einfach 10 aus 10 hier waren. Unfassbar cooles Musikvideo, muss man einfach sagen, 20 aus 10. Super Ohrwurm wieder, Sommersong, lockeres, leichtes. Was immer mehr, was immer mehr. Ich hab Bock, gib mir mehr davon, Digga. Schreibt mir auch von Luis noch andere Songs rein und von Time auch, die ich mir unbedingt noch abchecken muss. Und dann würde ich sagen, ja, schreibt eure Meinung zum Track in die Kommentare. Dann sehen wir uns bei einem weiteren wunderbaren Video. Bleibt bitte einfach so gut aussehen, wie ihr seid. Und ciao.